Das heißt, wer wird KMSC-Sieger hier in dieser Spring Edition? Ich habe jetzt hier gerade ein Auto stehen sehen, vielleicht wisst ihr mehr. Ja, das müsste Felix Arndt gewesen sein, das ist er auch. Und der ist da im Ausgang von Ascari umgekehrt gewesen. Also der hat da wahrscheinlich, ist er irgendwie auf den Curb gekommen, hat das Auto versetzt und dann fliegt der Reifen auch mal ganz schnell ab. Vincent Andronacco, wo bleibt Jo stehen für ihn? Auf P2 landet er. Das ist der zweite. Das ist der zweite, der hier in die 1.19er kommt. Und da sehen wir jetzt hier schon die ersten Spielchen. Hypersonic Felix, also Felix Arndt gegen Kirill Gänse. Ich glaube, der Felix Arndt, der möchte hier den Windschatten mitnehmen von Kirill Gänse. Und der hat das gemerkt. Der möchte ihm natürlich nicht diesen Windschatten geben, denn der ist super ausschlaggebend. Also hier kann man pro Graben ungefähr 1,5 Zehntel gewinnen. Und wenn man bedenkt, dass Monza nur aus Graben besteht, dann kann man sich das selbst ausrechnen. Natürlich kriegt man hier so ein bisschen Untersteuern in Sektor 2, aber das kann man wettmachen. Ja, und da versucht Kirill Gänse jetzt schon den Windschatten zu brechen so ein bisschen. Also hier gibt es schon die ersten Spielchen nach nicht mal 3 gefahrenen Minuten. Erstmal absolute Bestzeit, ja, von Nikita Gänse. 1.19.7 und Kirill Gänse, sein Bruder, da macht ihn gleich Feuer unterm Hintern und macht 5 Zehntel Wett auf seinen Bruder. Also jetzt kommt so ein bisschen im 20er-Bereich, also da haben noch viele noch nicht alles gezeigt. Ja, so ist es, aber Hugo Sasse jetzt auf P2, 2 Zehntel hinter Kirill Gänse, also da ordnen sich alle jetzt hier in den 19er-Zeiten ein, zumindest in den Top 6. Aber hinter einem Fahrer, der ein bisschen vorlegt, das ist Claudio Mack, der kommt nämlich jetzt über den Zielstrich. Und 1.19.4, Position 3 für ihn, mal gucken, ob das am Ende auch so bleibt. Und Darius Nito, wo bleibt die Uhr bei ihm stehen? Das ist sogar tatsächlich Position 2, 1.19.3 für ihn. Und damit aktuell Startreihe 1 neben Kirill Gänse. Ach, und wer ist gerade noch schnell unterwegs? Maximilian Dappert, und der hat sogar eine absolute Bestzeit im ersten Sektor. Der war nochmal einen Tick schneller als Vincent Andronacco. Und bei den Abständen, wo es da nicht gereicht hat, die hätte er aktuell im Delta. Maxi Dappert, der eine 52.1 gesetzt hat in Sektor 2. Der ist richtig schnell unterwegs. Wo bleibt die Uhr stehen? Für Maxi Dappert. Absolute Bestzeit. 1.19.0. Das hatte sich eben schon angedeutet. Richtig starke Runde. Der kommt in die 19er Zeiten, na klar. Aber das wird keine niedrige. Außer er kann jetzt hier nochmal zaubern in Sektor 3. Kann es jetzt hier nochmal irgendwie rausholen. Ein paar Zehntel, die er eben verloren hat. 19er wird es. 19.7 für Ian Baruch und damit nur P8. Also das ist nicht schnell genug für die erste Startreihe. Und Nikita Gänse ist auch auf der Outlap und der kriegt Windschatten. Der kriegt Windschatten von Kirill Gänse und ich glaube, das ist so abgesprochen. Das war unter den Brüdern so abgesprochen. Der kriegt jetzt hier richtig, richtig guten Windschatten. Jawohl, Kirill Gänse fährt an die Seite und Nikita Gänse vorbei. Also das ist definitiv abgesprochen gewesen. Windschattenspiele bei den Gänses und das hat richtig was gebracht. Das hat richtig was gebracht auf der Startzielgeraden. Der hat nämlich richtig schön Windschatten gekriegt. Also der war gut gegeben von Kirill Gänse. Kirill Gänse sehe ich, ist auch gerade auf einer schnellen Runde. Wir begleiten aber trotzdem noch Ian Baruch. Wo bleibt die Uhr stehen? Für Bernhard Cobra, für Ian Baruch, P6, 1.19.4. Und wir können jetzt einmal weitergehen auf Kirill Gänse, der hat nur 25.000stel gewonnen und jetzt gewinnt er 1,5 Zehntel in Sektor 2. Also das ist hier auch noch nicht durch. Der kann hier richtig nochmal gewinnen, der kann auch die Attacke auf die Pole starten. 2 Zehntel muss er nur finden, nicht mal 2 Zehntel. Also im Moment ist er auf dem Niveau von Maxi Dappert, der sich auch auf der Outlet befindet. Parabolica wird jetzt hier absolviert von Kirill Gänse. Also der macht hier nochmal eine Attacke auf die Pole Position. Wenn das jetzt hier nicht irgendwie weggeschmissen hat, wird es eine 18. Es wird eine 19.05. Das gibt es einfach nicht. 1/100stel langsamer als Maxi Dappert. Absolute Bestzeit von Hugo Sasse, der hat jetzt auch nochmal aufgedreht. 25.6 im ersten Sektor, ohne Windschatten, ohne gar nichts. Und jetzt hat er es ein bisschen im mittleren Sektor verloren, nur noch 2 Zehntel verbessert. Und jetzt schmeißt das in das Kari komplett weg. So wie es sein wird. Und Hugo Sasse, der hat es hier weggeschmissen in der Curva Grande. Und auch, ich glaube, Felix Arndt, der ist da reingefahren. Wir gucken einmal, gehen hier mit Nikita Gänse. Das ist natürlich ärgerlich auf der Zeitenjagd. Und damit steht es fest, Maxi Dappert startet von der Pole Position und nur 1/100stel dahinter Kirill Gänse. Und dahinter 600stel Valentin Kloos. Also es ist hier denkbar knapp. Und jawohl, Vincent Andronacco auf P4.
Und der ist da nur, ja, ein Hundertstel hinter Valentin Klus. Also es ist hier eine Tausendstel Schlacht gewesen. Es ist wirklich unglaublich. Ja, von P1 bis P15, 1,19er Zeiten. Jeden Moment werden die dann gleich starten. Maxi Dappert von der Pole Position und daneben Kirill Gänse. Und die Lichter sind alle aus. Maxi Dappert kommt nicht gut weg. Kirill Gänse befindet sich jetzt schon neben ihm. Und Valentin Klus, der ist jetzt schon ganz vorne. Der hat einen Megastart. Und zu dritt gehen sie in die erste Kurve ein. Kirill Gänse schafft es aber als erster raus. Und da kommt jetzt hier einer von außen angeflogen. Und das ist Vincent Andronacco, der hier von außen angeflogen kommt. Und Valentin Klus hier richtig unter Druck gesetzt hat. Hinter ihm Maxi Dappert, der hat einen Horrorstart erlebt. Also der ist hier gar nicht von der Linie weggekommen. Und hinten, da gibt es auch Überholmanöver. Hugo Sasse, Nikita Gänse, Ian Baruch. Also die sind auch zu dritt hier jetzt aus Sektor 1 raus. Also hier kann es nochmal knallen. Und da geht der erste schon weiter, fliegt auch schon der erste Frontflügel. Und da geht hier richtig der Staub hoch. Und da ist eben gerade einer an die Wand geknallt, Aaron. Das war Max Busch, der steht hier rückwärts auf der Strecke bei mir. Mit, kollidiert mit Leon Bauchmüller und das ruft das virtuelle Safety Car raus. Das wundert mich auch nicht. Und gleich wird das virtuelle Safety Car vorbeigehen und die sind jetzt hier schon nebeneinander. Also das wird jetzt hier richtig spannend. Das virtuelle Safety Car ist vorbei und die machen jetzt alle Attacke aufeinander. Das muss man sich jetzt hier mal ansehen. Die sind hier alle hintereinander. Vincent Andronacco im Windschatten von Valentin Klus, der versucht jetzt hier so ein bisschen ihn abzudrücken. Aber das wird ihm nichts bringen. Vincent Andronacco bei seinem Heim-Grand-Prix. Jetzt Seite an Seite mit Valentin Klus. Da gibt es auch ein bisschen Kontakt. Aber trotzdem, das haben sie gut gelöst. Darius Nieto jetzt hier auf Position 5 vor und der kann Attacke machen. Auch Maxi Dappert, Hugo Sasse, der befindet sich neben Darius Nieto. Der kann jetzt hier gleich nochmal einen Divepunkt reinsetzen. Denn der ist hier Maxi Dappert ausgeliefert. Maxi Dappert, der scheint hier wirklich ein Qualifying-Setup zu haben. Der ist nicht schnell auf der Geraden. Ja, Luca Verdi. Luca Verdi ist raus. Und das ruft wieder das virtuelle Safety Car raus. Und das ist der Ausgang von Ascari, wo hier der gute Luca Verdi steht, der auch gute Chancen auf Punkte hatte. Und da geht Hugo Sasse in die Box, auf den Softreifen. Fährt er jetzt auf den harten Reifen durch. Aber ich glaube, das ist noch nicht gut. Denn die harten Reifen, die bieten noch nicht so viel Grip wie die Soften. Also die sind noch nicht fertig hier. Und Nikita Gänse, der befindet sich jetzt schon zu dritt hier mit Kaya Leon und Babacan. Also das ist hier wirklich ein Duell zwischen den dreien. Und Nikita Gänse, der kommt als Verlierer hier in Kurve 2 an. Aber das kann natürlich noch was werden. Der kann hier nochmal angreifen. Aber erstmal bleiben wir jetzt hier bei Nikita Gänse, denn der ist jetzt hier schon im Windschatten und befindet sich Seite an Seite mit Leon Arndt und kann dann gleich auch noch Umut Aliakchi hier gleich überholen. Ah, da gibt es Kontakt zwischen Leon Arndt und ihm. Also das war nicht ganz sauber gefahren. Leon Arndt gegen Nikita Gänse, der hier richtig schnell auf der Geraden ist. DRS ist geöffnet bei Nikita Gänse und Kai Leon drückt ihn schon wieder aufs Gras raus. Also das ist hier wirklich eine Wagenlänge, muss man schon Abstand lassen. Nikita Gänse ist vorbei an Leon Arndt, das hat er richtig gut gemacht. Und dann mal gucken, ob es noch auf Position 3 vorgehen kann für Ian Baruch. Und da kommt Maxi Dappert schon wieder ins Schlingern. Also der hat hier ein instabiles Auto im Rennen, so scheint es zumindest. DRS geöffnet auf Seiten von Ian Baruch. DRS und Windschatten, er zieht jetzt schon raus. Macht es auf Nummer sicher, geht jetzt hier gleich auf die Innenbahn und ist vorbei. Zumindest wird es jetzt hier angezeigt. Jawohl, er ist hier eine Frontflügellänge vorne gewesen. Und Maxi Dappert, der verbremst sich hier richtig, beziehungsweise wollte hier Schwung mitnehmen. Aber das bringt nichts, denn Ian Baruch, der ist jetzt schon aus dem DRS-Fenster nach einer Kurve. Ian Baruch schmeißt hier seine Siegchancen weg. Durchfahrtsstrafe. Der kriegt eine Durchfahrtsstrafe, weil er zu schnell unterwegs war während des Safety Cars. Und das wird richtig schwer, das noch irgendwie einzuholen. Das Safety Car kommt jetzt rein, das heißt Kirill Gänse, der kann das Tempo vorgeben, der gibt den Takt hier an, der wird dann gleich aufs Gas gehen, wann er es möchte, aber der ist noch relativ schnell unterwegs. Also der muss aufpassen, dass er das Safety Car nicht überholt, denn dann droht eine Disqualifikation und der ist richtig nah an Bernd Mailänder dran. Also der muss hier wirklich aufpassen, gleich aber Startziel. Und das war, glaube ich, nicht gut gelöst. Das war nicht gut gelöst von Kirill Gänse. Der geht jetzt hier nochmal aufs Gas, nimmt natürlich den Drive von Vincent Andronacco, aber der könnte jetzt hier gleich nochmal angreifen. Aber er macht es nicht. Jawohl, Ian Baruch ist auch in die Box gegangen. Also der sitzt jetzt hier seine Durchfahrtsstrafe ab. Und Vincent Andronacco und Kirill Gänse berühren sich. Da kann Valentin Klus jetzt hier auf den Plan gerufen werden. Aber der wird auch aufgehalten von den Streithähnen. Also das wird jetzt hier gleich sehr spannend. Wer als Gewinner aus Sektor 1 hier rausgeht, Kirill Gänse oder Valentin Klus, der hier nach draußen gedrückt wird und aufpassen muss, dass er nicht hier getroffen wird. Und so ist es. Das ist das Aus für Valentin Klus. Und auch für Karl Lukaschewski, der ist gleich mit da rein
geraten und das sah wirklich, ja, ja, sehr, 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 sehr schlimm aus. Also Karl-Louis Kölschbach kommt hier richtig ins Schlingern und das ruft hier Darius Nitu wieder auf den Plan, der sich jetzt schon Seite an Seite mit Rotes, mit Salatente befindet. Also die sind jetzt hier beide Seite an Seite, wird das DS gleich geöffnet, da gibt's Kontakt zwischen Darius Nitu und Karl-Louis Kölschbach. Kann es jetzt hier nochmal den Konter geben, Kirikente mit der absoluten Bestzeit, also der versucht sich hier abzusetzen und da gibt's gleich den Konter von Karl-Louis Kölschbach gegen Darius Nitu. Die sind hier Seite an Seite und auch Claudio Mack, der kann jetzt hier auch nochmal dazwischen kommen. Der kann jetzt hier nochmal richtig in die Suppe spucken. Aber der lässt das lieber sein. Der versucht jetzt hier außen den Schwung mitzunehmen und vielleicht nochmal zu attackieren. Muss jetzt hier in Parabolica nur noch einen guten Exit haben und dann ist das Ding hier mit Position 8 für ihn durch. Ganz genau, der kriegt hier definitiv DRS. Windschatten, er könnte ihn wahrscheinlich jetzt schon überholen. DRS ist geöffnet auf Seiten von Ian Baruch, der hier einen schwarzen Tag erlebt hat. Aber im Moment steht er auf der Pole Position. Im Moment ist es für das Reverse Grid ein Segen für Ian Baruch, den wir hier alle ganz oben aufs Podium gesetzt hätten. P8 für Ian Baruch. Jetzt muss er nur noch die letzten zwei Runden über die Zeit bringen und dann kann er von ganz vorne starten. Denn ich glaube, Maxi Dappert, der müsste auch schon eine zweite Verwarnung beziehungsweise zweite 3 Sekunden Strafe gekriegt haben. Egal, auf jeden Fall kann er jetzt hier die Attacke setzen auf der Corva Grande gegen Vincent Andronacco und so ist es auch. Der hat sich hier nochmal alles aufgehoben gegen Vincent Andronacco, der kann da nur zugucken. Vielleicht kann er jetzt hier nochmal einen Konter setzen. 3,9 Sekunden sind es jetzt hier auf Darius Nitu, das würde im Moment nicht reichen, denn Vincent Andronacco, ich glaube, der hat eine 6 Sekunden Strafe, wenn ich mich richtig entsinnen kann. Und da geht Maxi Dappert richtig schnell weiter, also der hat hier alles gespart. Maximilian Dappert geht als Zweiter über die Ziellinie. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Kirill Gänse für dieses dominante Rennen. Vincent Andronacco geht über die Ziellinie. Darius Nitu, kann er ihn jetzt hier noch überholen? Nein, der hatte doch noch eine, der hatte sogar noch eine 5 Sekunden Strafe. Dadurch geht Claudio Mack nochmal vorbei an Vincent Andronacco. Und Can Senna auf P4. Aber jeden Moment startet dann Ian Baruch von der Pole Position. Neben ihm Karl-Louis Kölschbach und so ist es. Und Karl-Louis Kölschbach kommt richtig schlecht aus seiner Starting-Box raus. Ian Baruch, der konnte sich jetzt hier schon gut lösen. Und da gibt es hier gleich die Attacke von Darius Nitu, der jetzt schon vorbei ist. Die befinden sich auch wieder zu dritt hier nebeneinander. Darius Nitu gegen Karl-Louis Kölschbach und Darius Nitu ist jetzt schon vorbei und fährt auf. Frontflügelschaden bei Darius Nitu. Claudio Mack ist der Nutznießer, der jetzt hier schon auf Position 2 befindet. Vincent Andronacco auf P4 und der wird sich jetzt hier gleich Darius Nitu krallen auf der Corva Grande. Und da gibt es das virtuelle Safety Car und da gibt es den Abflug von Can Senna und Max Busch müssten das gewesen sein. Also viele Verschiebungen, Timo Blumenstiel vorbei an Nikita Gänse, der jetzt hier gleich nochmal den Switchback versuchen könnte gegen Timo Blumenstiel. Beide jetzt hier Seite an Seite und da gibt es wieder eine gelbe Flagge aus, bei dem Ausgang von Ascari und Nikita Gänse ist vorbei. Und da kann es jetzt hier gleich nochmal die Attacke geben von Hugo Sasse auf TV Iceman, der hier gleich nochmal richtig durchgereicht werden könnte. Und da gibt es jetzt den Platztausch, Maximilian Dappert, der hier eben gerade die... Ich glaube, der hat die Kurve abgekürzt und dadurch ist Vincent Andronacco wieder vorbei. Claudio Mack müsste eigentlich wahrscheinlich auch durchlassen. Aber dem ist nicht so. Darius Nitu, der schleicht sich da auch hinten an. 1,5 Zehntel ist er hinter Claudio Mack. Macht er jetzt hier nochmal die Attacke. Absolute Bestzeit im ersten Sektor für Darius Nitu, der jetzt hier nochmal richtig aufdreht. Vincent Andronacco im Fernduell gegen Ian Baruch. Der wechselt seine Reifen bzw. darf jetzt schon wieder losfahren. Und Vincent Andronacco befindet sich auf der Startziellinie und wird ihn dann wahrscheinlich auch überholen. Und so ist es auch. So ist es auch. Er fährt vorbei. Vincent Andronacco vorbei an Ian Baruch. Der Undercut hat funktioniert. Und das ist natürlich jetzt eine richtig gute Situation für Vincent Andronacco, denn der konnte Maximilian Dappert dazwischen, beziehungsweise konnte Ian Baruch zwischen sich und Maximilian Dappert nochmal platzieren. Maximilian Dappert, der ist schneller in Sektor 2, der hat hier mehr Downforce, der kann das natürlich holen. Der könnte jetzt hier nochmal den Konter starten. Die Rausbeschleunigung liegt auf Seiten von Maximilian Dappert. DRS ist geöffnet beim pinken Auto gegen Claudio Mack. Der fährt jetzt hier schon Kampflinie. Der versucht hier den Windschatten ein bisschen zu brechen. Jetzt befinden sie sich Seite an Seite. Wer macht es jetzt hier gleich rein in Ascari? Und außen Maximilian Dappert fährt hier aber übers Gras. Claudio Mack berührt ihn so ein bisschen am Heck. Aber da ist nichts geflogen. Also da ist alles gut gewesen. Jetzt gibt es hier den Konter. Claudio Mack gegen Maximilian Dappert. Claudio Mack ist wieder vorne. Also Vincent Andronacco fährt jetzt hier in Parabolica ein.
und wird dann gleich als erster über die Ziellinie gehen. Maximilian Dappert kann nichts mehr machen. Da gilt jetzt auch noch TB Iceman, also Timo Blumenstiel, hat es da weggeschmissen in Sektor 2. Herzlichen Glückwunsch an Vincent Andronacco und herzlichen Glückwunsch Ian Baruch für die Wiedergutmachung und herzlichen Glückwunsch an Kiri Gense für P3 und ja, er ist es. Er ist Meister der KMSC.